Hallo und herzlich willkommen zurück. Dieses Mal schauen wir uns McCree an. McCree ist ein, ja, Revolverheld, wie auch seine ultimative Fähigkeit heißt. Durch Drücken von Q können wir Gegner anvisieren. Da haben wir eine gewisse Zeit, in der wir dann also so viele Gegner auswählen können, wie gerade vor uns sind, die sich gerade nicht verstecken. Und durch erneutes Drücken von Q oder durch die linke Maustaste können wir dann die Fähigkeit auslösen, indem wir dann alle Ziele, die wir anvisiert haben, dann mit einem Schuss töten können, außer sie sind gerade hinter einem Schild. Dabei ist zu bedenken, dass das Anvisieren eine knappe Sekunde dauert. In der Zeit ist McCree recht langsam, er schleicht im Grunde nur und ist dafür ja ein leichtes Ziel für die Gegner. Ja, ansonsten der Friedensstifter, unsere normale Attacke, wir haben ja eine sehr präzise Waffe, die auf großer Distanz auch sehr viel Schaden macht. Und mit Rechtsklick können wir dann das gesamte Magazin leeren, indem wir einen Kugelhagel auf die Gegner schießen, so wie es da auch schön beschrieben steht. Ansonsten haben wir eine Blindgranate, mit der wir Gegner betäuben können. Und mit der Steppenrolle können wir uns ein bisschen schneller aus der Schussrichtung der Feinde bewegen. Aber was noch viel interessanter ist, sie lädt unser Magazin sofort nach. Das heißt, wir könnten Blendgranate einsetzen, dann den Kugelhagel auslösen, die Steppenrolle und noch einmal den Kugelhagel. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal im Spiel. Also erst wieder im Training. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ja, wir können hier auf die Distanz sehr genau zielen. Also im Grunde so eine Art wieder Scharfschütze. Das steckt. Hier geht das aus. Wobei halt auch zu bedenken ist, man kann halt trotzdem verfehlen, ne? Kommt halt darauf an, wie gut man zielt. Bei unbeweglichen Zielen ist das jetzt nicht ganz so schwer. Ja, das war jetzt das normale Schießen bisher. Ich mache jetzt einmal den Kugelhagel. Natürlich ist da auch zu bedenken, je häufiger man den Kopf trifft, desto mehr Schaden. Und es ist auch immer ganz gut, wenn man relativ dicht dabei an dem Gegner dran ist. Ist die Wahrscheinlichkeit größer. Auf Distanz verzieht man halt sehr schnell mit der Waffe. Dann haben wir noch die Blendgranate. Die hat natürlich auch Du keine machst unendliche Reichweite. mach's gut. Also so über 10 Meter könnt ihr die auf jeden Fall werfen, aber darüber hinaus nicht. Versuche jetzt mal den da hinten Oh, abzutreffen, Männchen. abzuwerfen. Geht natürlich nicht, die Distanz ist zu groß. Also so knapp 10 Meter könnt ihr. Danach könnt ihr es euch sparen. Da geht die nämlich dann vorher schon hoch. Nicht bewegen. Ja, dann haben wir noch die Rolle. Ich mache nochmal das Magazin leer. Rolle, Magazin ist voll, ich kann nochmal schießen. So. Dann haben wir im Grunde alles bis auf die ultimative Fähigkeit. So, ich zeige euch einmal ganz kurz normales Lauftempo. Jetzt kommt die Die Ulti. Wir Stunde schleichen hat vor uns hin, geschlagen. visieren die Ziele an. Aber auch Den zu linken haben wir jetzt nicht erwischt, weil er hinter der Wand war und der rechts, weil er aus unserem Sichtfeld gelaufen ist. Und zwei haben wir jetzt gerade erwischt. Wir hätten sie auch alle erwischen können, wenn sie gerade optimal gestanden hätten. Deswegen, das versuchen wir jetzt einfach mal in einem richtigen Match. Ob das da klappt. Aber wie gesagt, die Gegner könnten sehr leicht abschießen, weil wir einfach nur noch vor uns hinschleichen, während wir in dem Modus sind. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass McCree auch sehr gut zielen kann auf Distanz, ist er auch gegen Sniper ganz gut. Er ist im Grunde so ein kleiner Sniper und kann auch andere Sniper halt sehr gut kontern. Dann warten wir mal, bis die Gruppe noch voll ist. Ein Heiler wäre wie immer noch gut. Und dadurch, dass wir in Verteidigung sind, wäre ein Jorbian oder auch ein Bastion nicht schlecht. Ja, noch einen Sniper brauchen wir nicht.
Gerechtigkeit gehört er nicht. Sich aber nicht von allein. Jetzt nicht zweimal die Widowmaker. Heiler bräuchten wir aber eigentlich. Ich hätte immer noch. Besser nicht hierher zurückkommen sollen. Hier wäre mein Mercy ganz gut. Es ist Zeit. Aber wir kriegen ja einen Tjorbjörn. Ist an sich auch nicht schlecht, aber wir haben halt keinen Heiler. So, schauen wir doch mal. Ob wir uns vielleicht dann Warthog dranhängen können. Dass wenn er einen dran zieht, dass wir den dann betäuben. Reyes hätte die Deadlock-Gang schon vor langer Zeit ausmisten sollen. Ich hoffe für ihn, dass er gerade den Aufdeckungsschuss macht, den Aufklärenden, dass wir dann gleich sehen können, wo er die Gegner sieht. Also ich sehe ihn. Angreifer nähern sich. Halten Sie die Kraft auf. Okay, und da sind wir schon tot. Na gut, da hatten wir aber auch kaum noch Leben. Da hat uns irgendwer noch vorher getroffen, bevor Vincent ja, Elektrostrahl uns da getroffen hat. Die Tesla-Kanone. Haha, waren wir jetzt gerade alle fast tot? Ich glaube, nur noch Hanzo hat überlebt. Das ist, wenn man nicht zielen kann. Das war jetzt auf jeden Fall ein Error. Okay. Doch nicht. Wir haben noch eine das Rechnung war die Rakete von Soldier. Na gut, ich habe auch nur eine Explosion gesehen. Aber die machen uns gerade übelst fertig. So, damit hätten wir Vincent jetzt wenigstens einmal tot. Ja. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie man nicht mit McCree in den Nahkampf gehen sollte. Ich hatte aber eigentlich gehofft, Farrah da wenigstens töten zu können. Man lernt nie aus. Das war leider nicht der Fall. Nächstes haben wir jetzt unsere Ulti frei. Kann ich euch jetzt versuchen zu zeigen, wie schön man die Gegner damit töten kann. Oder aber ich zeige euch, wie leicht man das Ziel der Gegner wird, wenn man es versucht. Einmal die Heilung ist nicht voll. Nicht bewegt. Mir stirbt keiner weg. Okay. Abgesehen davon, dass ich nicht merke, dass unser Team überhaupt was macht, denken wir gerade auch nicht. Und die Gegner laufen gerade einfach durch. Ohne wirkliche Gegenwehr. Ja, hoffentlich kann ich euch wenigstens die Ulti einmal zeigen. Oder höre ich schon ein? Alle herkommen und heilen! Und war doch keiner. Du machst mal. Da fühlt man sich wie neu geboren. Aber da war doch gerade noch einer. Ich erwische meine Beute. Wie kann man das passieren? Die Stunde hat geschlagen. Okay, ich hab nur einen erwischt, die anderen sind vorher gestorben. Oder auch nicht. Jetpack hat sich. Ach, Jetpack. Der Hawk hat sich da anscheinend versteckt.
Meine Zeit ist noch einen nicht Schuss gekommen. Auszahlen. Hätte ich dann eher drücken müssen. Da hätten wir vielleicht auch Farrah noch mitgetötet. Naja, wenigstens haben wir mitgeholfen bei dem Kill. Aber gut, laufen tut's gerade gar nicht. Wir können vielleicht auch an der Uhrzeit okay, schon gehen. Ihr habt ja nicht anders gewollt. Wir haben derzeit gerade 12:30. Muss ich aber ganz schnell entdecken. Ich will die Heilung holen. Genau, was mein Arzt versteht. Nein. Es war im Grunde ein sicherer Kill und wir haben es verhauen. Okay, alles auf Anfang. Ulti frei, aber im Grunde stehen sie direkt schon vorm Ziel. Die Stunde hat geschlagen. Musste ich drücken, damit wir nicht sterben. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Jetzt habe ich mit meiner Ulti zweimal in Folge nur einen getroffen. Ist traurig. Geschütz? Feinde hantieren, Torbjörn. So, Geschütz weg. Oh. Das war verdammt knapp. Und da war nichts mehr zu retten. Die Gegner sind im Grunde direkt beim Punkt. Also wenn wir jetzt nicht... Okay, ihr habt ja nicht anders gewollt. ...schaffen, sie aufzuhalten. Das ist ganz schnell zu Ende. Die Stunde hat geschlagen. Ja, das ist jetzt, Leute, haltet sie auf! Taktisches Visier. Ich brauche jetzt keine... Okay. Oh. Ja. Wir haben sauschlecht gespielt. Aber richtig schlecht. Die Stunde hat geschlagen. Ach, der wurde wiederbelebt. Direkt nachdem mein, oder in dem Moment, als meine Ulti kam. Okay. Ich würde sagen, wir machen eben noch mal, oder wir versuchen noch schnell eine Runde hinterher zu hängen. Weil ich habe jetzt nicht mit Köln geglänzt. Okay, wir müssen sogar komplett neues Spiel suchen, aber es ging schnell. Wieder Route 66. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal, nur aus der Angriffsperspektive. Vielleicht klappt das besser. Vielleicht auch, wenn die Gruppe einen Tank und einen Heiler hat. Noch habe ich Hoffnung, es sind noch zwei Plätze frei. Da haben wir schon mal den Heiler. Und dann Tank. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich hinter Reinhardt verstecken. Und schön drauf schießen. Jetzt. Ja, wollte gerade sagen, 200 Krieg brauchen wir nicht. Dann wieder ein Widowmaker. Eine Widowmaker. Kaffee würde ich hier an eurer Stelle nicht bestellen. Der schmeckt nach aufgebrühtem Schlamm. So, das sollte doch eigentlich eine gute Kombi sein. Mal gegen die Tanks. Dann haben wir selber einen Tank und einen Heiler, der die ganze Gruppe heilen kann.
Genji, falls den Bastion da ist. Angriffsphase beginnt in und Widowmaker Sekunden. Und mich mit McCree für die Feinarbeit. Das ist ein Kandidat für jede Playlist. Oh, da ist auch schon der Mai. Die sollten wir uns mit als erstes kümmern, damit unser Reinhard kein Problem kriegt. Da ist ein Senyata, da hinten ist Widowmaker und Mercy. Gucken wir mal, ob wir die sofort kriegen werden. Okay, da hat sich Reinhard genau im falschen Moment wegbewegt. Wir hatten die Widowmaker fast. Ja, 60%, ein Schuss hätte noch gefehlt, dann wären die 60 Leben weg gewesen. So. Ah, Mist. So, das Tjörbjörn schön in den Schuss reingelaufen. So, noch, sehr schön. Jetzt bräuchte ich Heilung. Danke. So, ist die Widowmaker noch am Leben? Nee. Gut, aber da kommt Bastion. So, damit hätten wir den auch. So, das Geschütz schon mal weg. Ich hoffe, wir haben weg. Sieht doch schon besser aus. Und da hat uns McCree erwischt. Da war er mit seiner Blendgranate schneller. Ich war dann doch zu sehr abgelenkt davon, dass Bastion gerade wieder aufsteht. Ich begleite die Fracht. Halten wir sie. Wahrscheinlich hättet ihr mir gerade ins Ohr geschrien. Macht den McCree kalt. Okay, aber wir haben die Ulti frei. Scheiße. Kommt raus. Mist. So, da ist der McCree um die Ecke. Das haben wir gerade schon gesehen. Und ist der jetzt auch weg? Ihr habt euch ein bisschen Erholung verdient. Ja, die Runde läuft doch schon besser. Statt 6 Tode haben wir 6 Kills. Oh, Mädchen. Da ist auch noch einer. Kommt da gleich einer rum? Nee, der läuft über uns lang, ne? Langsam. Mist. Eigentlich sollte ich ihn das töten. Die Stunde hat geschlagen. So, dann haben wir den schon mal. So, aber Mercy auch. Und dann kommt der McCree von hinten. Das tat mir. Okay, alles auf Anfang. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir kommen recht gut durch. Da unten waren wir doch hin. Kommt aus der Deckung raus. Die Stunde hat geschlagen. Mist. Hier macht's ja noch auf zu.
habe ich jetzt zu viel abgebaut. Jetzt wird er massiv. Den würde ich gerne mögen. Der nervt. Alles auf Anfang. Der hat bestimmt auch schon mehr als 12 Kills. Der wird den aber auch bestimmt öfter spielen als ich. So einfach. Ich kümmere mich um die Fracht und bräuchte etwas Unterstützung. Scharfschütze! Bleibt in Bewegung! Du mich halt nicht schießen, ne? So, den hätten wir. Jetzt gibt es eine Abkürzung. Ja, da oben komme ich nicht hoch. Da hat es uns kalt erwischt. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ich weiß, der war schlecht. Zurück in den Sattel. Aber sehr zutreffend. Du machst mal Pause. Und da werfen wir die Blindgranate daneben, die wir uns auch sparen können. Okay, wenn er da oben nicht raus will. Wo ist er hin? Ist weg. Okay, dann. Die Stunde hat jetzt schießen wir einfach mal von hinten so ein bisschen drauf. So, der ist weg. Sehr schön. Das war doch besser. 15 Kills, 5 Tode. Kann ich mit leben. Das Highlight werden wir aber auf jeden Fall nicht haben. War klar. Ja. Da hat er uns erwischt, den Heiler und den Tank. Hat er sich verdient. Aber unsere Mai hat echt gut eingefroren. Jetzt schön, wenn die Gegner auch noch mal eine Stimme für sie geben, aber nö, machen sie nicht. Ja, aber wie gesagt, 14 Kills, 5 Tode, kann ich gut mitleben. Dann war es auch erstmal wieder für heute. Und dann sage ich bis bald.